Hallo und herzlich willkommen zum Soul Food Journey Podcast. Es freut mich so sehr, dass du eingeschaltet hast und heute bei der 100. Folge im Podcast dabei bist. Mein Name ist Kira Celine Siefert und heute geht es um das Thema Ehrlichkeit, mein absolutes, riesengroßes Herzensthema. Denn ich möchte heute ganz offen und ehrlich meine wichtigsten Erkenntnisse und meine persönliche Entwicklung ab dem Start von Soul Food Journey bis heute mit dir teilen. Angefangen hat alles, als ich im Herbst 2014 bei den Power Days von Jürgen Höller im Publikum saß. Jürgen Höller ist der Motivationstrainer Nummer 1 in Deutschland. Das Ganze war von mir überhaupt nicht geplant und ich wusste auch gar nicht, was mich dort erwartet. Ich war nämlich die Tage zuvor krankgeschrieben, weil meine Tage zu der Zeit von Essanfällen mit oder ohne Erbrechen geprägt waren. Und ich wurde gefragt, ob ich nicht gerne mitkommen möchte zu diesen Power Days. Und ich dachte mir, na gut, alles ist besser, als mich jetzt weiterhin zu isolieren, hier zu Hause zu verschließen und nicht rauszugehen, weil dann werden meine Tage genauso aussehen wie die Tage zuvor, voll und geprägt von Essanfällen mit Erbrechen, Essen, Erbrechen, Essen und so weiter. Also habe ich mich aufgerafft, habe mich fertig gemacht und bin einen Tag bei diesen Power Days gewesen. Und ich saß dort in diesem Publikum in Hamburg und lernte irgendwas über Glaubenssätze, Lebensgesetze und dass du mit Kraft deiner Gedanken alles schaffen kannst, was du dir vorstellen kannst. Am Ende von diesem Tag gab es eine Übung, in der sich jeder eine Pfeilspitze an die Kehle legen sollte und sein Gegenüber genauso. Ziel der Übung war es, dass von beiden Seiten Druck gegeben wird auf den Pfeil, sodass dieser Pfeil zerbricht. Und du kannst dir ja vorstellen, dass ich ein wenig Schiss hatte und nicht wusste, was jetzt in diesem Moment passiert oder was ich da in dem Moment wirklich tat und warum ich das tat. Doch ich hatte dieses Gefühl, es tun zu müssen. Ich hatte irgendein Vertrauen, dass das wichtig ist für mich, um irgendwas in mir aufzubrechen, zu knacken, eine Grenze zu durchbrechen, die ich mir ja auch in diesem Moment mit meiner Angst selbst gesetzt habe. Ich habe also die Übung mitgemacht und ich habe diesen Pfeil durchbrochen und ich kann dir sagen und ich erinnere mich wirklich noch genau, ganz, ganz, ganz genau an diesen Moment, denn es war ein unglaublich befreiendes Gefühl, als dieser Pfeil durchgebrochen ist und ich für mich wusste und ja somit auch ein Erlebnis und ein Gefühl dazu hatte, ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft, trotz vorheriger Angst, Zweifel, Sorgen und all den Gedanken, die ich hatte. Und ich würde sagen, dass ich von diesem Moment an meine tatsächliche Reise der persönlichen Entwicklung, also meiner persönlichen Wiederentdeckung, Entwicklung, mich zu entwickeln, dass ich ab diesem Zeitpunkt angefangen habe, da es wirklich auch kein Zurück mehr gab. Denn sobald eine solche innerliche Grenze durchbrochen ist, ist sie durchbrochen und dann gibt es auch kein Zurück mehr. Und das war auch damals schon für mich spürbar, dass hier irgendwas passiert ist und auch weiterhin passieren wird, weil es kein Zurück mehr gab. Ich musste, und das war, ich habe das wirklich gespürt, ich musste diesen Weg weitergehen, egal womit, egal wie. Und ich habe ab diesem Zeitpunkt habe ich Seminare besucht, habe mich weiterentwickelt, habe Bücher gelesen, Podcasts gehört und so weiter und habe überhaupt erstmal angefangen, mich in meinem Alltag weiterhin mit mir selbst zu beschäftigen. Und das war oder hat angefangen ein halbes Jahr nach meiner Klinikentlassung. Was die Essstörung angeht, war die zu dieser Zeit, als ich angefangen habe, mich wirklich mit mir intensiv auseinanderzusetzen und mich mit solchen Themen wie Glaubenssätze und innere Gedankenkraft und so weiter auseinanderzusetzen, ist die Essstörung
viel, viel lauter und noch stärker als jemals zuvor geworden. Und ich kann rückblickend sagen, dass ich vermute, dass es damit zusammenhing, dass ich angefangen habe, meine Wurzeln anzugehen und nicht mehr nur wie vorher an der Oberfläche zu kratzen oder die Essstörung, diese Symptome mit irgendwelchen Strategien zu verhindern. Denn das habe ich hauptsächlich die Jahre zuvor versucht. Ich habe versucht, mit dem Kopf eine Lösung für ein Problem zu finden und zu kreieren, das im Innen lag. Ich hatte zwar nach meinem Klinikaufenthalt schon einen Glauben daran, dass ich nicht alles glauben sollte, was ich denke, doch mit dieser Übung, mit diesem Pfeil auf diesem Seminar ist mir nochmal auf einer ganz anderen Ebene, auf emotionaler, seelischer, auf Herzensebene bewusst geworden, wie mächtig meine Gedanken tatsächlich sind und welche Kraft sie auch haben, je nachdem, welche Gedanken ich denke, beziehungsweise mit welchen Gedanken ich mich identifiziere. Ich habe in den letzten 4 Jahren, also seit diesen Power Days, habe ich so unglaublich viele verschiedene Seminare, Kurse besucht, insgesamt bestimmt um die im Moment 20.000 Euro in meine persönliche Entwicklung investiert, weil ich mit jedem Schritt gemerkt habe, dass es mich vorwärts bringt. Und selbst wenn es auf dem Weg natürlich im Hinblick auf die Essstörung Rückfälle gab, beziehungsweise diese Essanfälle mit oder ohne Erbrechen, wusste ich trotzdem, dass etwas passiert und dass ich mich trotzdem vorwärts bewege. Auf diesem Weg ging es für mich immer hauptsächlich darum, mein eigenes Innenleben kennenzulernen und aufzuräumen. Denn ich hatte damals das Gefühl, und so mein ganz starker, tiefer Glaubenssatz damals war, ich bin nichts. Und ich habe meine gesamte Identität, also alles, was ich mit meinem Wert, mit mir persönlich verbunden habe, habe ich auf dem Außen aufgebaut, auf Bestätigung aufgebaut, auf dem, was andere Menschen gesagt oder getan haben. Und habe dementsprechend in mir innerlich eine sehr große Leere empfunden, beziehungsweise wirklich diesen Glauben, nichts zu sein oder auch nichts wert zu sein. Doch dieses Ich bin nichts hat sich natürlich auf alle Lebensbereiche und auf alles ausgewirkt, was damals in meinem Leben war. Ich habe mich also von diesem Zeitpunkt an sehr intensiv mit meinen eigenen Glaubenssätzen beschäftigt, mit meiner Identität auseinandergesetzt, bin einzelne Lebensbereiche überhaupt zum ersten Mal angegangen und habe angefangen, genauer hinzuschauen. Ich würde sogar sagen, ich kann noch nicht mal von Aufräumen sprechen, denn ich habe damals angefangen, erst einmal genauer hinzuschauen. Das Anfangen aufzuräumen, das kam erst viel später hinzu. Und dieses Hinschauen, das hat damals keinen Spaß gemacht, denn es wurde für mich natürlich alles erst einmal richtig sichtbar, was ich selbst versucht habe, nicht zu sehen oder zu umgehen. Ich habe also erst einmal die ganze Wahrheit, die ganzen Gedanken entdeckt, die ich mir selber über ein Jahrzehnt erzählt habe und von denen ich auch zu dem Zeitpunkt damals noch ganz, ganz stark überzeugt war. Und das war alles andere als positiv, denn ich habe ein sehr, sehr negatives Selbstbild von mir kreiert, was logischerweise oder was logisch ist, wenn ein tiefer Glaube über dich selbst ist, ich bin nichts, dann ist da nicht viel Positives, was du in dir selber empfindest oder an dir selber findest. Und im Großen und Ganzen ist es immer wertvoll, sich selbst näher kennenzulernen. Und es wird auch niemals aufhören. Und ich glaube, dass das etwas ist, was wir akzeptieren dürfen, dass diese persönliche Entwicklung, sich selbst kennenlernen und sich selbst auch fühlen, dass das etwas ist, was uns ein Leben lang begleiten wird, denn unser Leben wird sich
immer verändern, es wird immer Phasen geben, unterschiedliche Phasen im Leben geben, in denen es immer mal wieder gilt, neue Fähigkeiten oder sich selbst neu zu entdecken, um mit diesen Herausforderungen oder mit diesen Phasen im Leben umgehen zu können. Ich bin mir ziemlich sicher, dass meine Essstörung für mich sowas wie eine Gedankensucht war und ich sie auch heute als solche betrachte, die sich über, also eine Sucht, eine Abhängigkeit, die sich über meine Gedanken in meiner Innenwelt manifestiert hat. Und um das erstmal zu erkennen, um meine Gedanken dahingehend zu erkennen, um diese Welt zu erkennen, die ich mir damals in mir, über mich und auch andere kreiert habe, da war ganz, ganz wichtig für mich, meine Wahrnehmung zu trainieren, beziehungsweise die Fähigkeit, mich selbst wahrzunehmen, zu trainieren und das mit ganz viel Achtsamkeit. Denn das Wichtigste war, achtsam in jedem Moment zu sein, um überhaupt wahrnehmen zu können, welche Gedanken ich in diesem Moment jetzt gerade denke. Und diese Gedanken auch auszusprechen, mir selbst gegenüber in erster Linie und langfristig gesehen auch nach außen zu teilen. Und als ich im März 2017 meinen Podcast gestartet habe, war ich alles andere als, also wirklich alles andere als geheilt, wenn man das so nennen kann. Oder ich habe mich auch überhaupt nicht bereit gefühlt. Es war wirklich dieser innere Druck und dieser Drang, über das Thema Essstörungen und meine damit verbundenen Erkenntnisse zu sprechen, da ich sie als so, so wertvoll empfunden habe und die ich außerhalb von meiner Therapie oder auch meinem Klinikaufenthalt für mich gesammelt habe, dass ich dachte und diesen inneren Drang hatte, ich muss das mit Menschen teilen, die etwas Ähnliches erleben oder erlebt haben, doch ich muss es einfach teilen. Und es hat Monate gedauert, bis ich die erste Folge tatsächlich veröffentlicht habe. Ich hatte so unfassbar Angst davor, was andere Menschen denken oder sagen könnten. Ich hatte riesengroße Angst davor, dass es schlecht ankommt, dass ich abgelehnt werde, dass die Menschen denken, ich bin total bescheuert. Also es haben sich so viele Ängste, Gedanken, Zweifel, Sorgen in mir gemeldet, vor denen ich mich ja seit Jahren versucht habe zu schützen, indem ich eine Maske getragen habe. Doch jetzt ging es darum, anzufangen, ehrlich zu sein, und zwar ehrlich nach außen hin zu sein, nicht nur zu mir selbst, sondern auch zu anderen. Und dieses ehrlich zu mir selbst sein ist etwas, was mir so sehr am Herzen liegt, weil ich glaube, dass es das Fundament für ein glückliches Leben ist. Ich glaube daran, dass Ehrlichkeit der Schlüssel zu einem glücklichen und freien Leben ist. Und ich bin so froh darüber und auch so dankbar, dass dieser innere Herzenswunsch damals so groß war, dass ich gar nicht anders konnte, als auf diesen verdammten Knopf zu klicken, womit der Soul Food Journey Podcast geboren war, im März letztes Jahr. Ich habe seitdem so gut wie jede Woche mit ein paar Ausnahmen eine neue Folge veröffentlicht und das Ganze damals noch neben der Coaching-Ausbildung, neben meinem damaligen Job und neben dem Online-Magazin Vielfalt, das ich mit einer Freundin gegründet hatte. Also es waren ganz viele Dinge, die parallel gelaufen sind, doch es war mir einfach wichtig, dass anzufangen und zu teilen. Und als ich anfing, mit Übungsklientinnen zu arbeiten, habe ich gemerkt, dass sich Menschen mir gegenüber super schnell öffnen und anvertrauen können. Und mit dieser Erfahrung habe ich auch rückblickend ganz, ganz viel gesehen in meinem Leben, so dass mir auch schon vorher ganz häufig gespiegelt wurde, dass sich Menschen in meiner Gegenwart sehr, sehr schnell öffnen können und es zu schätzen wissen, dass sie einfach mal ehrlich sein können.
Das habe ich damals noch nicht als ein so großes Geschenk empfunden, beziehungsweise habe es einfach noch nicht annehmen können und deshalb auch nicht wirklich gesehen. Ich habe auf jeden Fall letztes Jahr mit dem Podcast angefangen, ohne einen wirklichen Plan, was daraus werden soll oder generell, was daraus werden kann. Parallel zu meiner persönlichen Entwicklung, die ich dank Seminare, Bücher, Podcasts, persönlichen Begegnungen, persönlichen Kontakten und persönlichem Austausch immer tiefer eingestiegen bin, hat auch alles im Außen immer mehr Form angenommen. Also es lohnt sich auch manchmal, ohne einen konkreten Plan loszugehen und einfach im Vertrauen zu sein, dem Herzen zu folgen und das zu tun, was sich in dem Moment für dich selbst richtig oder wichtig anfühlt. Ich habe im Laufe dieser 4 Jahre, also ab diesem Zeitpunkt, wo ich angefangen habe, mich auf Seminare zu begeben, Seminare zu buchen, mich mit persönlicher Entwicklung und auch spiritueller Entwicklung zu beschäftigen, habe ich mir vor 3 Jahren oder habe ich meinem Leben vor 3 Jahren den Sinn gegeben, dass ich mich für Menschen mit Essstörungen einsetzen werde, ganz egal wie. Und genau das ist eingetreten, genau das mache ich heute mit Soul Food Journey und mit allem, was du dazu findest. Sei es der Podcast, die Facebook-Gruppe, meine individuelle 1:1 Begleitung, der Instagram-Account, ganz egal, was es ist alles dafür da, um Menschen auf ihrem Weg aus der Essstörung zu unterstützen und zu ermutigen. Es ist das, was ich mir damals nach meinem Klinikaufenthalt gewünscht hätte und nicht gefunden habe. Und wie ich bereits durchdringen lassen habe, geht meine persönliche und mittlerweile auch spirituelle Entwicklung immer weiter. Ich bin auch nicht fertig. Ich bin nicht perfekt. Ich bin auch ein Mensch, genauso wie du, der jetzt zuhört. Denn diese Entwicklung ist nichts, was eines Tages vollendet ist oder vollbracht ist. Was sich ändert auf dem Weg deiner persönlichen Entwicklung, ist, dass sich das Symptom, also deine Symptomatik, ob es jetzt eine Essstörung ist oder ob es irgendwas anderes ist, doch das Symptom hat sich auf diesem Weg definitiv verändert. Die Qualität des Symptoms hat sich verändert. Und das ist mir auch ganz wichtig zu sagen, gerade weil ich für Ehrlichkeit stehe und ein Vorbild im Hinblick auf Ehrlichkeit sein möchte, ist mir das so wichtig zu sagen. Es geht mir nicht darum, dass ich hier stehe und alle Menschen zu mir aufschauen oder denken, oh Gott, da ist jemand, der ist total geheilt und perfekt und so möchte ich auch sein. Ich befinde mich wie jeder andere Mensch, auch auf meinem ganz eigenen Weg und auch in meinem ganz eigenen Heilungsprozess, der ganz individuell ist, auch wenn es natürlich Parallelen gibt und auch wenn es Inhalte, Themen gibt, die sich oftmals projizieren lassen oder auch adaptiert werden können. Das Symptom der Essstörung hat sich auf meinem Weg der persönlichen Entwicklung stetig mitentwickelt. Und ich würde auch sagen, dass sie heutzutage ab und zu versucht, sie noch auf mich aufzupassen. Denn wenn du die Essstörung als ein Schutzprogramm siehst, dann versucht sie ab und zu noch auf mich aufzupassen, indem sie mir leise Hinweise oder Signale schickt oder auch lautstarke Signale, die ich heute viel eher und viel stärker und viel mehr wahrnehme als früher. Denn früher habe ich das ja noch nicht mal erkannt. Ich habe es noch nicht mal gesehen, dass überhaupt was nicht rund läuft. Und es kommt auch vor, dass ich zum Beispiel vor ganz viel Arbeit
oder wenn ich denke, oh Gott, ich muss jetzt hier was ganz Bestimmtes ganz schnell umsetzen, bevor es jemand anderes macht, oder wenn ich denke, das reicht noch nicht, was da ist und ich muss noch mehr tun, um anderen Menschen zu helfen, dann merke ich, gerade in solchen Zeiten, dass ich das eine oder andere Signal überhöre oder dass ich auch das eine oder andere Signal komplett ignoriere. Doch wenn ich das mache, dann bekomme auch ich, genauso wie du, ich bekomme die Quittung dafür. Ich bekomme die Quittung, wenn ich bestimmte Signale oder Warnsignale meines Schutzprogrammes, meines jahrelangen Schutzprogrammes ignoriere, bekomme ich irgendeine Form von Quittung. Sei es, dass ich in meinem Verhalten etwas erkenne, sei es, dass ich meine alten Verhaltensmuster in meiner Beziehung zum Essen erkenne, sei es konkrete Gedanken oder Glaubenssätze, die sich lautstark melden. Immer wenn ich diese Signale ignoriere oder übergehe, greift mein Unterbewusstsein auf alte, gewohnte Verhaltensmuster zurück. Während wir uns aus einer Essstörung befreien, erleben wir oftmals verschiedene Phasen. Diese können hell sein, die können voller Licht sein, die können dunkel sein, die können voller Schatten sein. Entscheidend ist, dass wir uns, egal in welcher Phase wir stecken, entweder selbst zu unterstützen wissen oder uns Unterstützung holen, die wir gerade brauchen. Und wie gesagt, ich arbeite jetzt seit 4 Jahren unglaublich intensiv an mir. Ich arbeite so unfassbar intensiv an mir, dass ich es auch häufig zwischendurch als anstrengend empfinde, dass ich mir häufig die Frage stelle, warum mache ich das eigentlich alles? Warum bleibe ich nicht einfach da stehen, wo ich bin, wo es mir doch gut geht und wo alles funktioniert? Warum gehe ich denn immer weiter? Warum mache ich das denn? Wieso arbeite ich denn weiter an mir? Doch ich habe letztens eine Nachricht bekommen und das hat es mir so deutlich gemacht. Und zwar hat mir jemand bei Instagram geschrieben und hat sich dafür bedankt, dass ich diesen Weg gehe und dass ich vorangehe. Und wenn ich heute vor großen Herausforderungen stehe, und du kannst dir sicher sein, dass ich jeden Tag mit Soul Food Journey vor Herausforderungen stehe, dann gibt es Phasen, in denen auch ich als Mensch auf alte, vertraute, sichere Verhaltensmuster zurückgreife, die sich dann zeigen, die dann rauskommen, die sich dann sichtbar machen. Doch ich sehe es heute nicht als Rückfall, sondern ich sehe es als Teil meiner gesamten persönlichen Entwicklung und auch als Befreiung meines wahren Ichs, meiner Persönlichkeit. Ich durfte durch den Aufbau von Soul Food Journey lernen, dass wir alle nur Menschen sind. Wir sind alle Menschen, keine Maschinen. Und es geht mir immer darum, Menschen dazu zu ermutigen, ehrlich zu sich selbst zu sein. Um auch zu fühlen, um Liebe, um Verbundenheit in dir, mit dir selbst zu empfinden, um diese wiederum nach außen geben zu können und auch in all deinen Lebensbereiche reinzubringen. Olivia Wollinger hat in ihrem Buch, das Buch heißt Essanfälle AD, in ihrem Buch hat sie ein wunderschönes Bild beschrieben. Und zwar beschreibt sie den Weg aus einer Essstörung mit dem Bau eines Schutzhauses. Es beginnt damit, dass du anfängst, ein Fundament auszuheben, um darauf ein stabiles Haus bauen zu können.
Das bedeutet, dass du deine Essstörung anfängst zu begreifen, zu verstehen und auch anfängst, ihre für dich wichtige Funktion zu verstehen. Und dann, wenn dieses Fundament da ist, wenn dieses Fundament existiert, dann baust du Raum für Raum. Und wenn der erste Raum fertig ist, dann freust du dich einfach erstmal und feierst, dass du diesen Raum erschaffen hast. Und mit jedem Raum, den du baust, lernst du wieder etwas Neues. Du lernst und entdeckst neue Fähigkeiten, die du entwickelst, während du dein eigenes Schutzhaus aufbaust. Und mit diesem Weg befreist du dich nach und nach von deiner Essstörung. Und deshalb sollte aus meiner Sicht auch niemals im Fokus stehen, die Essstörung loszuwerden, sondern wie auch die Facebook-Gruppe Essstörungen als Wegweiser verstehen sagt, ist, dass du lernst, deine Essstörung zu verstehen, dass du lernst, diese Hinweise zu deuten, zu verstehen und dann zu nutzen für deine persönliche Entwicklung. Ich stelle mich nicht hier hin und sage, ich bin geheilt und kommt alle zu mir, damit ich euch heilen kann. Nein, ich begleite Menschen im 1:1 individuell im Moment auf ihrem Weg nach innen, um diesen Weg nach innen anzutreten, um ebenfalls die eigene Essstörung, das Symptom nutzen zu lernen, Hinweise, Signale zu hören, wahrzunehmen, um sich selbst ein Fundament zu erschaffen, auf dem dann Raum für Raum gebaut werden kann. Und deshalb ist es mir so wichtig, das heute ehrlich zu teilen, weil ich in den letzten Wochen, und ich bin mir auch sicher, dass es einen Grund hatte, warum ich diese 100. Folge über 3 Wochen vor mir hergeschoben habe, weil ich habe Angst. Ich hatte so große Angst. Und auch vor der Aufnahme von diesem Podcast habe ich mit meinem Freund gesprochen und habe gesagt, ich habe so große Angst davor, dass Menschen mich ablehnen. Ich habe so Angst davor, dass Menschen denken, ich sei etwas oder jemand, der ich nicht bin. Und deswegen war es für mich so unglaublich wichtig, das einfach mal zu sagen oder auszusprechen und auch zu teilen und nicht nur mir selbst gegenüber, sondern eben auch dir jetzt hier in diesem Podcast. Denn ich bin ehrlich mir selbst gegenüber. Doch indem ich rausgegangen bin letztes Jahr, habe ich mich automatisch mit der Situation konfrontiert, diese Ehrlichkeit nach außen zu geben und diese Ehrlichkeit auch zu leben. Und wenn ich das nicht mache, dann spüre ich das. Und wenn ich das zum Beispiel nicht mache, dann bekomme ich einen Hinweis, dann bekomme ich ein Warnsignal. Und dann weiß ich, dass hier etwas nicht rund läuft. Und dann weiß ich, es gilt genauer hinzuschauen für mich. Und in diesem Punkt weiß ich, dass ich all das heute mit dir teilen musste, möchte, wollte, dass mir persönlich am Herzen lag, mir unfassbar wichtig ist, dass du dass du kein Bild von mir hast, was ich nicht bin, sondern dass du weißt, dass auch ich ein Mensch bin, dass auch ich keine Maschine bin, dass ich nicht perfekt bin, sondern dass ich genauso ein Mensch bin auf seinem eigenen Weg der persönlichen und spirituellen Entwicklung in seinem eigenen inneren seelischen Heilungsprozess und dass ich mich dafür entschieden habe, meinem Leben einen Sinn zu geben, der damit zusammenhängt, all das, was ich lernen durfte und darf, mit Menschen zu teilen, die auf einem ähnlichen Weg sind, da ich ihn als so wertvoll empfinde. Und deshalb gehe ich diesen Weg auch immer weiter. Und deshalb
gehe ich ihn auch weiter, selbst wenn ich mal erschöpft bin, selbst wenn ich müde bin, selbst wenn ich denke, ich kann nicht mehr oder wenn ich denke, ich will nicht mehr oder wenn es mir alles zu viel wird, zu anstrengend ist, dann weiß ich, dass es kein Zurück gibt. Es gibt kein Zurück und ich gehe diesen Weg mit jedem Tag weiter und ich freue mich mittlerweile so sehr darüber, dass ja, dass so eine Community ist, dass da so etwas entstanden ist, bei dem sich Menschen verbinden und diesen Weg gemeinsam gehen. Und das freut mich so sehr zu sehen. Und das ist auch das, was mich motiviert, weiterzumachen, weiterzugehen und eine noch viel größere Vision immer wieder vor Augen zu haben, die so unfassbar riesengroß ist, so viel größer als das, was im Moment da ist. Denn ich war vor kurzem wieder auf einem Seminar und durfte da erkennen, dass das, was im Moment da ist, erst der minimale Anfang ist von dem, was ich wirklich machen möchte und was ich wirklich teilen möchte und was ich Menschen mitgeben möchte. Deswegen kannst du dir sicher sein, dass in Zukunft noch ganz viel passieren wird, dass ich auch noch viel, viel mehr mit Menschen zusammenarbeiten möchte und werde und dass 2019 auch wieder so unglaublich viel passieren wird, das weiß ich jetzt schon, dass wir hier bei Soul Food Journey gemeinsam noch Unglaubliches bewegen und erschaffen werden. Das weiß ich und das sehe ich und genau so wird es auch sein. Ich freue mich riesig, wenn du ein Teil davon bist, wenn du dich mit Soul Food Journey auf deine eigene Reise begibst und diesen Weg, egal in welcher Form, mit anderen und mit mir gemeinsam gehst. Denn das liegt mir sehr am Herzen. Ich danke dir für dein Ohr. Ich danke dir von ganzem Herzen fürs Zuhören. Auch jetzt, wenn ich mir vorstelle, dass ich diese Folge gleich veröffentliche, spüre ich noch immer Angst, eine gewisse Angst vor Ablehnung und gleichzeitig ein so großes Vertrauen, dass es genau das ist, was richtig und was wichtig ist. Und ich danke dir von ganzem Herzen, ganz egal, was du jetzt über mich denkst oder auch nicht. Ich danke dir einfach für deine Zeit, deine wertvolle Lebenszeit, die du mir mit deinem Zuhören hier heute geschenkt hast. Und wir sehen und hören uns mit Sicherheit in der Facebook-Gruppe, bei Instagram oder irgendwo anders. Ich freue mich jedenfalls, wenn wir uns wieder hören und sehen. Ein Hoch auf uns, deine Kira.